Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde RimWorld aus dem Livestream. Falls ihr mich und diesen Kanal unterstützen möchtet, würde ich mich sehr über ein Like und einen kleinen Kommentar von euch freuen. Vielen Dank dafür. Ansonsten auch ein herzliches Dankeschön an alle Kanalmitglieder und jetzt wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Hallo. Herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, die Musik ist heute mal wieder nur im DLC für Kanalmitglieder verfügbar. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, aber naja, so ist es halt nun mal, ne? Man kann es einfach nicht ändern. So, wir holen uns hier gerade noch so ein bisschen von unserem Mechanoiden-Angriff letztens, ne? Mensch, das war was. Hier wird noch der neue Mechanoiden-Laborraum zusammengezimmert. Und hier fehlt uns noch eine Türe, beziehungsweise hier haben wir auch noch Elixiengas. Da müssen wir mal gucken, ob wir da... Ah, Musik! Musik! Wie schön! Müssen wir mal gucken, weil hier können wir ja einen Generator noch hinbauen dann, ne? Beziehungsweise eine Pumpe. Da müssen wir mal schauen. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier nochmal ein bisschen aufrüsten. Um vor weiteren Mechanoiden-Angriffen gefeit zu sein. Diese Mechanoiden sind sehr, sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wie wir die hier verteidigen sollen. Vor allem, wenn die eines Tages einen Schildgenerator dabei haben, dann haben wir ein Problem. Dann helfen uns eigentlich nur noch die Bots, ne? So, warum hat Free Chaos das jetzt hier nicht zusammenzimmern können? Der irgendwas, ist da was kaputt, eine Bissnarbe, aber das ist es ja nicht. Der ist einfach nur, ach so, der ist einfach nur unfähig, okay. Er ist einfach nur unfähig. Nein, Scherz. Scherz. Hallo Free Chaos. Hallo Offi. So. Es wird langsam etwas finster, es wird langsam etwas kühl. Wir müssen ein bisschen Auge auf die Temperaturen werfen. Hier, das gefällt mir noch gar nicht. Das gefällt mir auch noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Haben wir hier... Hier ist aber Dach drüber, ne? Also... Hier ist an sich... Wäre hier ein Dach drüber. Aber das hier erwärmt sich halt so gar nicht, ne? Müssen wir mal schauen, dass wir eventuell... Wie viel Kalkstein haben wir denn noch? Mal kurz gucken. 2000, okay. Das reicht uns, um hier nochmal die Wände zu verstärken. Eventuell hilft das ja ein bisschen. Könnte sein. Mal gucken. Aber hier ist schon sehr frisch, ne? In diesem Schlafraum. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Und das mit den Bekleidungsvorschriften gefällt mir eigentlich auch nicht. Aber das Problem ist, wenn ich denen jetzt hier die Körper- oder die Schutzwesten anziehe, dann erfrieren die mir, sobald die vor die Tür gehen. Ich weiß noch nicht, wie wir das am besten lösen. Wir könnten natürlich nur noch Kleidung aus Teufelsgarn herstellen. Die haben ein bisschen bessere Rüstungswerte, glaube ich. Aber wirklich helfen bei einem Mechanoiden-Angriff tut uns das ja auch nichts. Schwierig, schwierig, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Oh, das ist auch nicht gut. Warte mal. Das gefällt mir hier auch nicht.
Hier ist viel zu kühl in diesem Raum. Da müssen wir nochmal eine Heizung reinsetzen. Machen wir nochmal eine Helixienheizung rein. Das müsste uns reichen, ja. Dann machen wir hier dann gleich nochmal eine Helixienheizung und dann... Ich weiß nämlich nicht, ob bei den Temperaturen... Ja, da wächst nämlich nichts mehr. Da wächst das Gras nicht mehr. Und wenn das Gras nicht mehr wächst, dann haben wir ein Problem, weil dann verdeckeln uns die Tierchen. Und das wollen wir nicht. So, deswegen machen wir hier nochmal eine Heizung rein. Eine zweite. Hier passt überall alles. Aber der eine Raum, klar ist, die gehen hier gerne durch und dann wird's fresh. Oh, wer kann bauen? Nur mal kurz gucken. Tom kann's nicht. Rubber ist fürs Bauen auch nicht zuständig. Aber Pixel kann's bauen. So, dann mach mal. Dann soll mal der Pixel. Hier die Tierrettung starten. Einmal Viechis retten, bitte. Hallo, Bobby. So, und damit sollte es jetzt, ja, 6 Grad. Ist immer noch nicht warm, aber 10 Grad, ja, jetzt so langsam, ne? Ist auch ein kalter Winter. 14 Grad, wird schon, super. Super, die Tierchen kriegen wieder Futter, das Gras wächst. Ach, Wunderbärchen. Hier passt soweit auch wieder alles in der Killbox. Sehr schön. Dann schauen wir jetzt hier mal, dass wir da ein bisschen Wärme reinkriegen. Wie sieht es denn strommäßig aus? Mal eben gucken. Gefällt mir so gar nicht mit dem Strom. Sind die denn miteinander verbunden? Mal eben kurz gucken. So, die zwei Gasdinger sind hier nicht miteinander verbunden, ne? Aber das tut auch nichts zur Sache eigentlich. Wir könnten hier natürlich den Geothermie-Generator noch austauschen durch einen besseren. Das wäre theoretisch möglich. Ansonsten geht da aber zurzeit nicht mehr so viel. Wir können natürlich nochmal einen Generator hier hinbauen, so einen Helixiengas-Generator. Wobei der eigentlich eh schon 205. Wie viel braucht ein Generator? Mal eben schauen. Einer braucht 25. Okay, dann können wir... Setzen wir hier mal zwei Stück hin. Und dann Heizungen, damit das hier oben schön warm ist. Mit dem Stromnetz müsste das hier unten ja verbunden sein. Was? Transportkapselabsturz. Der Dorian, ein Barkeeper. Jahre alt, sieht aus wie 70. Warum steht da Dorian Free Chaos? Nobody knows. Ach so, weil das der Bruder von Free Chaos ist, der tot ist. Okay, und ein Bekannter von Rubber sogar scheinbar. Aber der kann nichts, ne? Er ist ein verrückter Chirurg. Aber der hat nichts, was wir brauchen könnten. Deswegen wird der zu Abendessen, denke ich mal, verarbeitet werden. Eines Tages. Das machen wir mal. Schauen wir mal schnell hier. Strom. Okay, da müssen wir noch verbinden. Machen wir hier unterirdische Stromkabeln hin. Kabel hin. Und dann passt das. Was wir natürlich auch machen könnten: Wir könnten noch fortschrittliche Windturbinen hier hin pflanzen irgendwo. Das wäre auch noch möglich. Aber das kostet halt Plastahl und Hightech-Bauteile. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier eine Hitze reinbringen.
in diesem wunderschönen Raum. Bei minus 35 sind wir schon. Das ist ja schon ein bisschen was, ne? Hallo Wolf. Ihr könnt natürlich wieder über die Seite einkaufen gehen. Was? Wo haben wir jetzt Mist gebaut? Warum ist das jetzt so kühl geworden hier plötzlich? Warum hat es jetzt hier plötzlich minus 25 Grad? Ich glaube, die ganzen Temperaturen spielen verrückt hier. Ich meine, wir können natürlich hier noch... Aber warum sind die Temperaturen jetzt so krass gesunken hier bei den Tieren? Minus 35 Grad, das ist schon fast tropisch. Ja, ja. Irgendwo haben wir ein Leck. Ich glaube, ich rufe mal beim Wladimir an. Der kann mir da bestimmt Auskunft geben, was da los ist. Ah, okay, ich habe es gefunden. Ja, da müsste... Pixel, Abflug, mach jetzt schnell. Wird frisch sonst hier. Durch den Generatorbau ist quasi die Leitung unterbrochen worden. So, und jetzt müsste es wieder passen. Ja, jetzt haben wir wieder... Jetzt haben wir hier wieder Versorgung. Sehr gut. Immer noch frisch da drin. Infected Ship Crash. Oh, die Insekten greifen wieder an, Leute. Och nee. Rums. Och nee. Nicht schon wieder die Insekten. Warum müssen es immer Insekten sein? Na gut, Pixel, an das Artilleriegerät. Da ist so ein Schiff, das möchte gerne zerstört werden. Destroy it. Mach kaputt das Ding. Ja, da fliegt's schon. Es fliegt. Leider daneben. Aber da geht noch was. Pixel, da geht noch was. Komm, mach kaputt jetzt. Nächste Salve fliegt. Artilleriebeschuss. Melde Einschlag, Sir! So, jetzt sind die draußen. Aber das ist uns jetzt erstmal egal. Lass sie kommen. Ein paar sind hier schon draufgegangen, ne? So, die Larve. Die hat es schon erwischt. Das ist schön. So, aber wir schicken alle in Sicherheit. Schiff steht natürlich noch, das heißt, da müssen wir ein bisschen was machen. Nächste Salve kommt. Boom. Wir müssen aufpassen, dass wir die Larven alle killen dann. Die, glaube ich, werden nämlich zu großen Viechers irgendwann und dann ist schlecht, wenn die zu großen Viechers werden. Aber wir haben ja die Mörderbots. Oder alternativ Artilleriebeschuss, das geht ja auch.
Warum krebst Rubber da draußen herum? Bumm! Die Lava hat's auch erwischt. Sehr geil. Und warum bist du jetzt noch hier draußen? Ich glaube, das könnte reichen, wenn der jetzt trifft. Bam! Jawohl, ja. Sehr gut. Okay, Pixel, du darfst abzischen. Ab hier übernehmen unsere Mörderbots. Wo sind die Insekten jetzt hin? Da laufen sie hoch. Da wackeln sie so ganz gemütlich, ne? Mit Artillerie auf Larven. Ja. Muss man eben die Musik wieder ein bisschen leiser drehen. So. Oh, Bobby ist so kaputt, ne? Der braucht ewig, bis er mal irgendwo hinkommt. So, die Brut hier macht sich selbst kaputt. Könnt euch hier noch hinsetzen, wenn ihr Lust habt. Flunk. So, tot. Gut, Just Me ist hier schon auf dem Weg zur letzten Larve. Und immerhin Hightech-Bauteil, paar normale Bauteile, alles gut. Das mag ich alles. So, wir können wieder ändern, die dürfen wieder raus. Aber nicht zu lange, weil sonst wird es ein bisschen kühl. So, Just Me schießt hier schon fleißig. Braucht aber ein bisschen. Da ist auch noch eine Larve, da müssen wir auch gleich noch. Zack! Zerfetzt! Und da geht auch noch was, habe ich gehört. Gleich wird's laut. Oh, das war daneben. Aber der Stein ist fast kaputt jetzt. So, gut. Bobby ist mittlerweile auch angekommen. Sehr gut, Bobby. Ich bin stolz auf dich. In 3 Stunden ist er dann wieder zu Hause. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Die müssen wir noch schlachten hier. Beziehungsweise jagen. Und dann läuft das. Oh, was ist das denn hier? Statue of Animal. Was ist denn das für ein wildes Vieh? Ach, das sieht nur so aus wegen der Zikadenrüstung. Okay. Aber was ist das denn für ein wildes Vieh? Was zur Hölle bist du denn? Kommt in den Freizeitraum. Na, warte. Huch. Ich glaube, ich habe einen kleinen Bug verursacht. Stellen wir es halt doch hier hin. Hallo, Bichan. Kurz mal die Temperaturen angucken. Das passt hier oben. Und hier oben passt jetzt auch. Sehr schön. Dann können wir hier die Fishing-Zone rausmachen. Und können uns hier oben eine neue Fishing-Zone anlegen. Und dann müssen die nicht ein halbes Jahr hier unterwegs sein immer, bis sie fischen können. Und weil das tun sie ja sehr gerne. Sondern können dann einfach in diese kleine Mini-Höhle gehen und dort fischen. Ein Waste-Hauler namens Enrique stürzt in der Nähe mit einer Transportkapsel ab. Enrique leidet an paralytischer Aphasie. Okay, dann schauen wir doch mal den. Ach so. Wir können den aufnehmen oder nicht? Ein Waste-Hauler.
Ach, ich weiß nicht, ob ich den will. Aber Enrique Iglesias wäre schon geil, nachdem wir Oli P. verloren haben. Und der Enrique kann auch ein bisschen besser singen, ne? Komm, wir nehmen mal den Enrique an und schauen ihn uns mal an. Ja, das ist nicht Enrique Iglesias, das ist irgendein Fake. Und er ist gebrechlich, na geil. Was ist das hier eigentlich? Da liegt ja auch noch einer. Naja. Eigentlich brauchen wir den nicht. Befürchte ich. Ich dachte jetzt, wir würden so einen total heißen Latino bekommen, weißt du? Und was gab's? Einen fetten Cartman. Mit Gebrechen. Das ist doch doof. Jetzt komme ich mir ein bisschen veralbert vor. Mann. Ich dachte, wir würden da jetzt was total Cooles bekommen. Dann baue ich halt jetzt Frusttüren. So. Einmal Frusttür, zweimal Frusttür. Sowas Doofes aber auch.